Das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Jetzt zählt nur noch die Leistung auf dem Rasen. Jetzt gilt's, es wird spannend. Gleich kann es hier losgehen. Hier im Albeit Stadium. Bleiben Sie dran. Spanien gegen Deutschland, liebe Zuschauer, das ist heute unser Spiel. Ihre Kommentatoren sind wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und die Stimmung hier im Albeit Stadium ist natürlich jetzt schon grandios. Es ist ein Fußballfest auf den Rängen und ich bin sicher, es wird auch eins auf dem Rasen. Klar, bei den Spielern, die wir hier gleich zu sehen bekommen. Routiniers, junge Spieler, alles dabei. Beide hoffen natürlich, hier die perfekte Mischung gefunden zu haben. Wird mit Sicherheit ein absolutes Highlight heute. Die Aufstellung der Spanier. Unai Simon steht im Tor. Pau Torres spielt mit Aymeric Laporte in der Abwehr. Koke steht zusammen mit Sergio Busquets im Zentrum. Und im Angriff bauen sie heute zu Beginn der Partie erstmal nur auf einen einzigen Stürmer. Wunder von Bern, Schmach von Cordoba, Wembley-Tor und. Die Spiele der Nationalmannschaft haben häufig historische Bedeutung erlangt. Und da ist es ja ganz spannend, ob man sich in 50 Jahren auch an die Spiele der heutigen Zeit so zurückerinnern wird. Also ich kann mir schon vorstellen, das Halbfinale der WM 2014 gegen Brasilien, das kann so einen Status erreichen. So spielt die deutsche Mannschaft heute. Im Tor ist Manuel Neuer. Antonio Rüdiger spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und vorne drin setzen sie auf Thomas Müller. Jetzt läuft's, dieses erste WM-Gruppenspiel. Ja, das könnte was werden jetzt. Thomas Müller. Ja, vorbei ist er. Chance für Musiala. Ganz sichere Parade. Kurze Ecke jetzt. Gnabry. Ja, wird geblockt. Kein Problem, ganz sicher. Kurz gespielt. Blockt den Schuss erstmal ab. Erstmal Ballverlust. Gündoğan. Wer wird der Schlüsselspieler dieser Begegnung? Viele tippen da auf Pedri. Ganz wie. Und jetzt diese Chance. Er ist noch heiß. Kimmich. Gute Grätsche, er hat den Ball. Pablo Sarabia. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Nicht ungefährlich, aber der Ball ist erstmal weg. Morata. Koke mit dem Ball. Pablo Sarabia. Gefährlicher Schuss. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ja, das ist die kurze Variante.
Auf dem Flügel wäre Platz für Serge Gnabry. Und jetzt Müller. Gnabry. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Da ist die Fahne, abseits. Da müssen Sie sich im 16er mehr bewegen, das ist zu statisch. Sie machen es der Abwehr zu einfach. Das sind so Chancen, da musst du mehr draus machen. Morata. Super durchgesetzt. Immer wieder schaut er, wo ist die Lücke? Nicht drehen, aber das war knapp. Goretzka. Es ist weiter enorm eng hier, 0:0. Auch beim Ballbesitz hat keiner echte Vorteile. Das ist so ein Spiel, wo vielleicht die eine Einzelaktion am Ende für die Entscheidung sorgt. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Damit war es das fürs erste. Pausenpfiff hier im Alba. Durchgang 1. WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Kein guter Zweikampf. Mühelos geht er da vorbei. Klasse aufgepasst vom Torwart. Kurze Ecke. Und nun Laporte. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Da hat der Torwart gar kein Problem. Musiala. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. Goretzka. Oh ja, super den Einwurf erarbeitet. So, Wechsel jetzt bei den Spaniern. Thomas Müller. Es gibt den Elfmeter für Deutschland. Jetzt können sie das 1:0 machen. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Parade ist gut, Parade ist richtig gut, aber dann schlägt die Abwehr. Das müssen sie besser machen. Den Nachschuss darfst du so gar nicht erst zulassen. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Rückstand nun also für Spanien. Keine leichte Aufgabe jetzt. Dani Olmo. Gutes Tackling. Pedri. Es gibt den Elfer für Spanien. Keine Frage für mich, Kuschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb. Auswechslung bei der deutschen Mannschaft jetzt.
könnte jetzt der Ausgleich werden. Er hält den Ball. Klasse Aktion hier bei diesem Elfer. Kurz ausgeführt. Sie klären. Und jetzt Müller. Mario Götze. Jonas Hofmann. Da ist die Chance. Gehalten. Macht er gut. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Spanien will hier doch noch den Ausgleich ab. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Rüdiger sieht gelb. Wählt die kurze Variante. Schöne Bewegung. Pedri. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Oh, weiter mit dem Ball, tolle Szene. Dani Olmo. Und wieder Dani Olmo. Der Ballgewinn. Ball ist erstmal raus, super Parade. Nochmal die Ecke, vielleicht die Chance. Die Spanier wechseln. Jetzt die Ecke. Kein Problem. Der Torwart ist da beim Eckball. Schlusspfiff. Die deutsche Mannschaft holt sich hier also den Sieg in diesem Spiel. Knapper Sieg am Ende. Und das war schon beeindruckend, wie sie das Resultat über die Zeit gebracht haben. Das zeigt, in der Mannschaft stimmt es. Und so ein Ergebnis, das schweißt das Team noch enger zusammen. Heute haben wir eine gute Leistung gesehen. Hat natürlich mit dem Führungstor viel gezeigt. Ja, sie leben von solchen Toren, ist einfach stark. Diese Torgefahr, diese Kaltschnäuzigkeit haben wir heute wieder erlebt. Und dann kommt eben auch ein Sieg dabei raus. Durchgang 1.